Herzlich willkommen wieder, ihr geilen Hunde am dem Gewehr. Hier ist euer Kevin und der Alec. Hallo! Wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und das war... Wo nochmal, Alec? In Division 1. Richtig. Auf geht's. Was machst du denn da? Du tust ihm... Ja, ich tu dir auch weh. Wir machen jetzt einen GTF-Nachschub. Für den Kampf. Genau. Gib mir Rückendeckung. Ich mache 112 Delta Doppel. Möchtest du einen Doppeldecker? Nö. Nö. Bist du hungrig? Nein, da falle ich nicht drauf rein. Oh Mann. Du kannst echt so lachen wie ein Bösewicht, weißt du das? Zentrale an Division-Agenten. Die JTF wird bei der ODEA in der 29. West beschossen. Brauchen Unterstützung. Alter, du blöde Kiste! Eben. Guck mal, die starren Kisten tauchen wieder auf. Sissi. So, wo ist der Scheißoffizier hier? Da. Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tango ist immer am Arsch! Feindkräfte nähern sich. Tango ist immer am Arsch. Wo denn? Lauf kam zu, und tschüss. Friss Blei. Gut, dass Sie aufgetaucht sind. Danke. Ehrlich, es ist gut zu wissen, dass Sie da sind. Ja, klar. Sind Sie auch da? Ja. Wer ist denn nicht da? Ja. Warte mal, ist beschissen zu halten. Na komm. Was los, Alec? Die wollten mich nur fragen, ob ich genügend Vorräte für heute Abend habe. Was für Vorräte denn? Essensvorräte. Oh, hast du auch Virus? Virus! Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! So, wir machen jetzt die Geiselrettung. Jo. Alles bereit machen für die Geiselrettung. Agent Marvin kommt! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss!
Alter, wieder so spät. Oh. Der Todessturz. Tschüss. Und tschüss. Muck nicht rum, sondern Evo, sag mal, bleib doch liegen. Und wo sind deine Kollegen hier, ne? Ja? Das war ganz nah. Ja, das war nah. Das weiß ich auch selber. Du Idiot. Und. Sieh mal, was wir hier haben. Was habt ihr denn? Einheiten bei Penn Plaza. Mehrere zivile Geiseln bei Rose in der 26. West. Seien Sie vorsichtig. Ja, das wissen wir. Dass wir vorsichtig sein sollen. Ja, und wo bleibt sie? Hä? Wo bleibt sie? Und tschüss. Blatt gewendet, Agent. Danke. Sehr gern. So. Was machst jetzt? Du denn da? Du tust ihm ja weh. Hör mal. Jo, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen den Medizineinsatz noch, ne? Dass wir die Medizinerin zumindest haben. Wir machen den vermisste Person. Daten gescannt. Lade Dateien. Wir machen die vermisste Person. Ich habe eine ungewöhnliche Willst du mich jetzt verarschen? Hier sind doch gar keine Gegner. Eben. Hey, das Spiel. Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Schlecht ein Gebet. Ich sag noch, es gibt hier keine Gegner. Und was taucht auf, Gegner? Gegner. Eieiei. Das ist doch echt zum Verarschen. Jop. Nein, nicht schon wieder. Das werde ich nie vergessen. Ja, wenn du irgendwas vergisst, dann bestimmt das. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ach nee, echt wirklich? Wow, das werden Sie im Bereich betreten. Wow. Und wann betrete ich mal keinen sicheren Bereich? Keine Ahnung, gerade eben die ganze Zeit. Daten gescannt. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Oh, Lau Ende. Sehr schlimm. Warnung. Vielleicht sie verlassen wurde ja jetzt deine den Schwester sicheren ja. Bereich. Weil ihre Musik so scheiße war. Ja, zu viel mit ihr mit. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Vielleicht. Böser Junge. Nee, ich erforsche nur Dinge. Ja, und alles klar. Samba, ja. Na komm, gib mir die Fischstäbchen.
Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ah, ich mag Fischstäbchen nicht mal. Mist, ich hab Faces Funkgerät zu Hause vergessen. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Wow. Ja, habe ich. Und jetzt schnauze, du störst beim Auflegen. Mann, diese Nervensägen. Ja. Und die haben wir extra bezahlt, damit sie nerven. Genau. Aber ist ja nicht so schlimm, das ruiniert ja die Aufgabe, ne, Aufnahme nicht. Nö, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Dann hört man noch. Eben. So. Holen wir uns mal den Pulitzerpreis. Ja. Guck mal, wie der Erbauer. Wir rennen durch die Straße und sie spawnen vor uns. Wie süß. Schön, dass sie noch da sind. Schön, dass sie noch da sind. Ja, ich finde es auch schön, dass sie noch da sind. Schön, dass du überhaupt noch da bist. Ja. Nicht das Geringste sie zu sagen, Benitas braucht Hilfe drüben beim Tunnel. Happy Holly. Happy Holiday. Sie glauben nicht, wie dankbar wir Ihnen sind. Ja, ich bin euch auch dankbar, dass ihr euch so doof anstellt. Boah, das war gemein, oder? Aber gerecht. Warum habt ihr auch nur an Trump geglaubt, ihr blöden Wichser? Ob wir schnell oder langsam sterben. Keine Ahnung. Trump ist, der, ist das Schlimmste, was es jemals passieren konnte der amerikanischen Gesellschaft. Yep. Und an euch, an seine Fans, ne? Ihr habt alle kein Gehirn. Euch wurde das Gehirn schon längst ausgebaut. Wo willst du denn lang? Und tschüss. Und tschüss. Die Phantom Bullet. Mhm. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Friss Blei. Oh, friss Blei. Friss was? Friss Blei. Friss Blei. Friss Blei war. Aktives Echo-Signal geortet. Okay. Dann herab. Komm schon. Oh, Kacke!
Ja, Kacke. Und zwar du. Du bist Kacke. Ja, sowas von Kacke. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Oh, Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Böse Jungs. So, weiter geht's. Gambara! Interessant. Ein Müsli-Riegel im Schrank. Yum! Yummy! Lecker! Guck mal, Fahrräder an der Wand! Faye? Faye, hier ist Heather! Gott sei Dank! Ich hab dir solche Sorgen gemacht! Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Aua. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Was hat sie zu sagen? Meine Güte, sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Ja. Und was sie angeht, Agent... Das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. So, Leute. Und wir melden uns auch das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, yep. Die Welt braucht Gerechtigkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.